Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich zeige euch heute zum Thema Unterfluorhydrant Standrohr setzen, wie man es richtig macht, worauf man achten sollte. Einmal die Praxis dazu. Theorie gab es einen separaten Film. Schaut euch jetzt die Praxis an und ich versuche euch so alles beizubringen, wie man es richtig macht. Zuerst zur richtigen Trageweise. Das Standrohr wird so in die Hand genommen. Also nicht so geschultert, das ist so gefährlich, sondern so in die Hand. Und den Unterfluorhydrantenschlüssel hält man so fest und marschiert los. Ich gucke jetzt aufs Hinweisschild, wo der Unterfluorhydrant sitzt. Hier auch am Anfang wird man nicht gleich sehen, wo er sich befindet. Wir haben hier einen 100er Hydranten, der 3,1 Meter vom Schild weg entfernt ist. Ich werde jetzt mal diese 3,1 Meter abschreiten. Stelle mich vor das Schild, gehe 3,1 Schritte nach vorne. 1, 2, 3 und ein bisschen. Schaut mal her. Hier sieht man den Unterfluorhydrantendeckel gerade nicht. Den muss ich erstmal ein bisschen frei machen. So. Ja, Unterfluorhydranten befinden sich meist an der Straße, deshalb die Geräusche. Man schaut als erstes, ob das Standrohr heile ist. Das hier ist ein ganz normales 80er Standard Standrohr. Die Clownmutter muss ganz nach unten gedreht sein, ganz am Ende. Die Gummidichtung ist vorhanden und komplett. Kann auch eine Korkdichtung bei euch sein. So, das lege ich kurz ab. Jetzt mache ich erstmal den Unterfluorhydrantendeckel auf. Zum Glück ist die Hydrantenpflege noch nicht ganz so lange her. Deshalb finden wir den Unterfluorhydranten. Nach einem halben Jahr ist er komplett hier immer zugewachsen und wir müssen ihn wirklich suchen. Dann noch von der Seite. Zur Seite drehen, fertig. So, schaut mal rein, wie so ein Unterfluorhydrant von innen aussieht. Allerhand Schmutz drin. Ich werde jetzt den Schmutz im Kappenbereich etwas entfernen. Ist mir fast zu schade mit den Handschuhen. Man sieht, hier ist eine Schmutzkappe. Man macht den Dichtungssitz etwas frei vom Schmutz. Wenn man kann, raus damit. Also ist echt ein Paradebeispiel, was es heißt, ein Standrohr zu setzen. So, wie gesagt, ganz sauber kriegen wir das da unten nicht. Wichtig ist im Einsatzfall, dass die Fläche, wo das Standrohr reingreift, dass sie sauber ist. So gut es geht. Wir sind natürlich keine Putzkolonne mit einem Staubsauger dabei. So, und jetzt schauen wir mal, wie wir das Standrohr reinsetzen. Und wie die Clownmutter unter diesen... Wie sie da drunter gehen. Seht ihr das? So, die gehen gleich noch weiter, wenn ich das spanne. Rechts rumdrehen. Seht ihr schön, wie die Klauen hinter Metall greifen? Ein bisschen drehen muss man. So, und jetzt, wenn ich festziehe, wenn ich jetzt hier oben an dem Metall festziehe, rechts rum, also so rum, ist fest. Puh, man kann jetzt noch das Standrohr ausrichten. Mein Tipp, macht das bitte nicht links rum, wenn das schwergängig geht. Das ist das Gleiche, wenn ich jetzt zurückdrehe, dann löst ihr das Standrohr. Okay, also hier ist fest. Deshalb rechts rumdrehen und ich ziehe gleich in die Richtung, wo das Wasser hin soll. Drehe einen Ausgang und das ist das Wichtige, einen Ausgang erstmal voll aufdrehen. Ganz auf, in der Feuerwehrwelt machen wir dann eine halbe Umdrehung zurück. So, jetzt setze ich den Standrohrschlüssel auf den Vierkant. Okay. Und drehe jetzt das Standrohr auf. Wichtig ist natürlich Helm tragen. Ich mache es jetzt nur für Schulungszwecken, zeige euch das jetzt ohne gerade. Komplette Schutzausrüstung und nie den Oberkörper über dem Standrohr. Wenn er sich löst, viel zu gefährlich. Das heißt, man geht ein bisschen weg in den Hocker so und dreht das auf. Und achtet jetzt mal darauf, was hier für ein Dreck rauskommt.
im ersten Moment des Spülens. Habt ihr das gesehen? Guckt euch das an. Und einmal aus. So, der Unterflurrand, beziehungsweise ja, der Unterflurrand des Standrohrs jetzt richtig gespült. Jetzt sind beide Ausgänge zu. Hier drin ist jetzt klares Wasser. Der Schmutz, dieses Dunkle, was ich eben gesehen habe am Anfang, das ist raus, das ist entwichen. Jetzt, wenn ich zudrehe, ist hier kein Schmutz mehr drin, der in das Trinkwassersystem gelangen kann. Hätte ich beim allerersten Spülen beide Ausgänge zugehabt, hätte dann das erste Mal aufgedreht, wäre der Dreck nach oben geschossen. Der Druck wäre ausgeglichen zwischen Rohrsystem und Standrohr und der Dreck wäre dann ins Trinkwassernetz gegangen und die Nachbarn hätten ja Kaffee mit braunen Zugaben gehabt. Also fürs Trinkwassersystem nicht gut. Wir wollen natürlich keine Verunreinigung im Trinkwassernetz. Ganz wichtig, achtet darauf, spült richtig, dann ist auch alles gut. Habt ihr noch? So, Rückbau ist umgekehrte Reihenfolge. Wir drehen, die Ausgänge sind alle zu, damit die nicht rauskommen. Wir drehen alles richtig zu. So. Wir nehmen den Standrohrschlüssel raus. So. Bevor wir das Standrohr lösen, überprüfen wir erstmal, ob wirklich kein Druck mehr drauf ist, indem wir einfach einen Ausgang öffnen. Das sieht gut aus. Runtergehen in die Hocke und natürlich in dieser Richtung gegen die Uhr lösen. Jawohl. Und raus. Schaut mal rein. Es ist ganz normal, dass Wasser noch mal drin steht oder Nachläufe von der Straße. Das bleibt nicht aus. Wir warten einen Moment, lassen das Wasser absickern, machen die Schmutzschutzkappe wieder rauf, dass der nächste Hydranten auch ein halbes Jahr super benutzen kann. Ja, und das war's. Gut, die Schmutzkappe ist drauf. Man sieht deutlich, wie das Wasser absickert. Zwar langsam, aber alles ist okay. Der funktioniert wunderbar. Wir warten jetzt aber nicht so lange, bis das Wasser weg ist. Wir sehen, es funktioniert. Wir schließen jetzt den Deckel. Sorgen dafür, dass die Folie für den Frostschutz dazwischen liegt. Das heißt, wenn diese Folie sich dazwischen befindet, gehen wir sicher, dass wir auch im Winter bei Frost den Deckel aufbekommen. Manche machen das so mit Einfetten des Rahmens, aber wir machen mal eine Folie. Die sehen wir zu, dass sie wieder auch dazwischen liegt. Nicht die Finger klemmen und den Deckel drauf. Fertig. Super. Ja, freut mich, wenn ich euch da ein bisschen helfen konnte, euch das erklären und verständlich machen konnte, was dabei zu beachten ist, gerade beim Spülen des Unterfluidrandens, beim Standrohr. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, fragt unter meinem Video. Abonniert meinen Channel, würde mich freuen für neue Videos. Wünscht euch Videos, ich mache sie für euch fertig. Euer Feuerwehr-Willi. Bis dann.